Diese Turmspringer, es ist fantastisch. Aber mal ganz ehrlich, ich kann es natürlich nachfühlen. Auch ich stand mal irgendwann auf dem Brett eines Dreiers und guckte nach unten und hatte einfach die Hosen voll. Und es gab kein Zurück mehr, ob es das jetzt für Nadine gab. Fünfer habe ich geschafft. Patrick, du zählst runter, ja? Beim Synchronspringen ist es immer so, dass einer dem anderen sagt, bereit. Und dann sag ich für dich und ab. Und dann geht's los, ja? Und Arme so. Okay. Bereit? Und ab. Ey. Also ich trau mich doch nicht, aber ich muss ja auch nicht. Ich bin ja kein 12-facher Europameister im Turm- und Kunstspringen. Patrick Hausting, 27 Jahre aus Berlin, erster deutscher Weltmeister im Synchronspringen überhaupt und Vize-Olympiasieger in Peking 2008. Rio sind seine dritten Spiele. Er startet vom 10-Meter-Turm und vom 3-Meter-Brett. Das ist sauhoch. Ja, ich kann es verstehen. Auch ich habe bestimmt fast 2 Jahre gebraucht, bis ich da wieder. Das ist das erste Mal oben? Ja, so professionell runtergesprungen. Mal so runterspringen, das geht schon. Was war das für ein Sprung, der erste vom 10 Meter? Und man fängt mit Kopfsprung an. Ein Kopfsprung, ja, vom 10er. Genau. Und es hat 10 Jahre gedauert, bis ich das erste Mal 300 Seite von 10 Meter gemacht. Wie würden wir das üben? Ja, zum Beispiel in der Trockensprunghalle. Okay. Wir haben ja dort hier in Berlin sehr gute Möglichkeiten, dass man dort die Sprünge vorbereitet. Das ist komisch, ey. Ich traue mir nicht mal, meine Beine loszulassen. Ich glaube, ich bin einmal in meinem Leben vom Einer gesprungen. Und nie wieder. Schon besser. Wo guckst du hin, wenn du da? Ich habe gerade gemerkt, ich gucke für gewöhnlich so ein bisschen zum Wasser runter. Also ich stehe nicht so da, aber ich kann auch nicht komplett gerade ausgucken. Ja, aber ich habe gerade ausgeguckt und es fühlt sich komisch an. Ja, weil man weiß halt nicht, wo es hingeht. Wenn man, ja. Also es gibt unterschiedliche Dinge. Viele gucken auch wirklich stur geradeaus. Auch auf 10 Meter. Also das könnte ich auch nicht. Das ist echt das Schwerste, das rauskrabbeln. Das ist jetzt ein Part eures Trainings. Was gehört noch dazu? Akrobatik, wir machen viel Dehnungsarbeit und natürlich einen großen Mix aus Krafttraining. Ballett auch, oder? Ballett auch, ja. Ist das deins? Naja, wir machen eher den körperlichen Teil des Balletttrainings. Also ich fange jetzt nicht an zu tanzen oder zu Musik, Mensch, schade eigentlich, mich rhythmisch zu bewegen. Beim Wasserspringen zählt Körperbeherrschung. Die Kraft kommt aus den Beinen und aus dem Rumpf. Aber natürlich spielt auch Orientierung eine Riesenrolle. Machst du ganz langsam bitte? Ja. So, jetzt erstmal eine Drehung nach hinten. Und die Orientierung lerne ich in dieser Foltermaschine. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch. Oh mein Gott. Ich habe es mir ganz, ganz einfach vorgestellt. Ja, ist doch auch. Du musst ja gar nichts machen. Bereit? Ja. Das waren erst 2. Ja, für gewöhnlich haben wir in die Richtung immer 3,5 Drehungen. 3,5. Ich sag dir Bescheid. Und jetzt gehst du nach vorne und hopp. Angeblich soll es helfen, einen Punkt zu fixieren, damit ich weiß, wie viele Umdrehungen ich schon habe. Ich würde, sagen wir mal, 2,5 Salto machen. Mhm. Das heißt, der halbe ist ja dann genau, logisch mit dem Kopf nach unten. Also wenn ich dich jetzt hier durch die Gegend schmeiße mit 2,5 Drehungen, ja, oder so, dann würden wir immer. Okay, du machst jetzt aber nicht 2,5, immer so enden. Immer so enden, also okay. Du wirst immer kopfüber eintauchen, ja, weil das hier ja die normale Eintauchhaltung ist. Und dann ist. Müsste ich auch nach hinten gucken ein bisschen, ne? Nö, bei vorwärts, oder? Du müsstest jetzt die Arme loslassen zum Beispiel und dich ein bisschen strecken einfach. Okay. Genau. Oh mein Gott. Zack. Ach, krass, krass, krass. Wachs? Ja, Spraywachs. Das macht die ordentlich. Ist ja wie Sekundenkleber. Klebrig, ja. Wow. Das ist, wenn du jetzt in der Luft, in der Hocke bist. Und du hast ja einen Haufen Fliehkräfte, die, ja, da auf dich wirken, damit es dich nicht auseinanderzieht. Und dann kannst du dich schön festhalten. Oder wenn deine Beine ja nass sind, dann würdest du ja sofort wegrutschen. Oder irgendwie jemand hat sich mal daneben genommen, dann gibt es auch mal ein Spür unter die Achsel. Nicht wahr? Na klar, als Strafe. Okay. Dann läuft man so. Wir fangen ganz klein an, 1 Meter. Was muss ich machen? Probier nicht zu weit nach vorne zu springen, weil dann kannst du deine Hocke nicht mehr anfassen. Okay. Wir haben geübt, Ausgangsstellung, Armschwung. Und dann springst du so hoch wie möglich und probierst eng deine Hocke zu greifen und vorm Wasser natürlich wieder lang, damit wie eine Kerze eintauchst. Und Arme ran dann. Genau, Arme ran. Das war schon mal nix. Ich bin halt nicht hochgesprungen, sondern sobald ich
von dem Brett runter war, bin ich so nach vorn gefallen. So soll das also aussehen. Aus mir wird definitiv keine Weltklasse-Springerin mehr. Und auch nicht mit Patrick zu zweit. Das ist eigentlich seine große Stärke. Und er hat noch was ganz Besonderes für Rio. Ein Sprung, den weltweit nur er kann. Einen 3,5-fachen Auerbach-Salto gehechtet. Das heißt, er dreht rückwärts und die Beine sind gestreckt. Wann entscheidest du, ob du den wirklich springst? Das werde ich erst in Rio vor Ort entscheiden. Also je nachdem, wie die Fitness ist, lasse ich natürlich mir die Option offen. Ich muss mich jetzt nicht hier schon entscheiden. Und gehockt kann ich ja immer machen. Ich habe leider über die Saison wieder so ein bisschen körperliche Probleme bekommen. In der Schulter ein bisschen Schleimbeutelprobleme, mein Knie ist ein bisschen lädiert, aber ich hoffe, dass es so der Fitnesszustand zumindest in diesem Rahmen noch bleibt bis Rio. Dann wünsche ich dir maximale Erfolge und vielen Dank für den tollen Tag, weil ich habe heute wirklich so ein kleines Kindheitstrauma überwunden. Ja, ich bin vom Einer ins Wasser gesprungen, also bam, und dann noch synchron mit dir. Vielen Dank und du darfst jetzt nochmal, ich lasse dir den Vortritt, ne? التالي نحن في برلين ألمانيا نكتشف تقنيات الغطس مع الحائز على الميدالية الفضية الأولمبي باتريك هيسيدين.